Meine lieben Studenten, ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Vorlesung. Tara de Baton, ne? Superstudentin, Spitzenstudentin, Einserstudentin und ja, wir haben jetzt eine neue Aufnahmesession hier. Ich hoffe, dass der Sound vom Mikrofon diesmal besser ist als bei den letzten Malen. Und mal ganz kurz gucken, haben wir noch Fische? Ne, wir müssen, wir haben, ne, ich erinnere mich, wir haben, ne, ich habe es länger nicht aufgenommen, ne, aber wir gucken mal, dass wir wieder reinkommen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir mit dem Bandana-Mann da letztes Mal so ein bisschen rumgeknutscht, ne? Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Ich weiß es gar nicht so. Tara, Kind, deine Hygiene ist ein wenig durch und das würde ich, sagen, ne? Gehen wir mal sofort irgendwie eine Runde abduschen, ne? Die gute Nancy, boah, die hat auch einen hammerlangen Tag, ne? Boah, überleg dir das mal. Du, die bleibt mindestens bis 12, ne? Und um 4 Uhr ist die schon wieder da. Das ist echt unglaublich, ne? Nancy, du bist echt die gute Seele des Hauses, ne? Jetzt guckt sie sich zwar den Herd eine ganze Zeit lang an, ne, aber hier kreisen die Fliegen, ne, räumst du sofort brav auf, ne, also Nancy ist wirklich richtig gut. Das ist Frau Heck, ne, und natürlich eine schöne große Spülmaschine, ist schon richtig, ne. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen in der Cafeteria arbeiten, ne, können wir mal probieren, ne. Ah, sie packt sie in den Kühlschrank oder was macht sie? Ne, sie räumt das weg. Ach echt, denn das ist ja unglaublich. Ah, das, ne, ich glaube, bei einem Kühlschrank ist es immer so eine Sache, ne. Das räumt sie sich wie Frau Heck jetzt hier einmal angebissen und dann willst du nicht mehr. Was ist denn das für ein Scheiß? Unglaublich, echt unglaublich. Ne, Frau Ammann hier, die ist auch ganz gerne am Daten, die gute Frau Ammann, ne? Also wenn ich die Frau Ammann hier sehe, dann ist sie immer irgendwie am Daten. Ne? Studierst du auch, Kind? Marie, sag mal. Ja, guck mal, jetzt ist halb eins und das gute Nancy geht jetzt erst nach Hause. Um halb eins geht die nach Hause und um 4 ist die schon wieder da. Kind, ne, mach gut, ne, schlaf gut die paar Stunden, die du hast. Ne, ich bin schwer beeindruckt. Hat sie jetzt geduscht? Ja, sie scheint geduscht zu haben. Hat sie? Oh, Tara, Kind putzt was. Ja, nun. Wir haben halt 0 Uhr, hast du nicht gesehen. Wie sieht's denn hier eigentlich so punktetechnisch aus? Wir müssen noch ein bisschen was für den Körper tun. Pass mal auf, Kind. Da würde ich sagen, ne, trainierst du doch mal ein bisschen hier, ne? Den Quatsch mal. Sauberkeit müssen wir, glaube ich, da haben wir, glaube ich, jetzt echt mittlerweile genug, ne? Charisma, ne? Ja, genau. Geh mal ein bisschen trainieren, eh noch ein bisschen Energie erstmal, ne, Süße, ne? Dann können wir ja mal ein bisschen noch was für unsere Körperlichkeit tun. Wir wissen ja, bei dem Bike geht das relativ zügig, beziehungsweise ging's zügig. Sind das deine hier? Ja, sind deine. Dann kannst du da nochmal kleine. Notendurchschnitt 1. Okay, gucken wir mal. Ja, viel fehlt nicht mehr, ne? Da unten sind die doch am Zocken hier. Oh, Frau Ammann geht jetzt, glaube ich, schlafen, ne? Kann das sein, Kind? Na, hat es geschafft irgendwie, ne? Halb zwei, wann müssen wir denn eigentlich? Wir müssen, glaube ich, voll früh, ne? 9 Uhr. Okay, dann sollten wir doch mal gleich schlafen gehen. Wobei, ne, der Punkt ist echt relativ schnell voll auf diesem. Das Fahrrad ist wirklich super. Und die Energie ist ja auch noch eigentlich relativ gut dabei, ne? Und muss sagen, danach gehen wir auf jeden Fall mal schlafen. Im Schlafanzug, ne? Ja. Tara macht einen amtlichen Eindruck, ne? Gib mal ein bisschen Gas, ne? Ist das Ding gleich voll, ne? Super, perfekt. Das heißt, ne, wir haben es jetzt hier irgendwie auf jeden Fall gepackt. Das Ding piept auch schön, ne? Genau, den Körper haben wir voll. Charisma holen wir uns dann auch auf jeden Fall noch, ne? Da gehen wir ein bisschen vor den Spiegel quatschen, ne? Vielleicht können wir auch mit dem Bandana mal ein bisschen irgendwie, ne? Ich weiß mal nicht, wie man das durch normales Reden da mehr oder weniger noch verbessern kann, ne? Okay, wir gucken mal. Jetzt pennt sie erstmal eine Runde. Gutes Nächtle. Gutes Nächtle, jetzt rennt die Zeit. Eine Frau hier, ne? Wie heißt sie, ne? Bleibt mal stehen. Genau, Frau Plum ist hier noch immer was am Stuckadieren, ne? Ah, hat wahrscheinlich auch noch eine Semesterarbeit vor sich oder so ein Quatsch, ne? Stuckadiert viel. Guck, Nancy ist schon wieder da. 4:30, ne? Und sie macht schon wieder Frühstück. Die hat echt einen harten, beziehungsweise einen sehr, sehr zeitintensiven Job, ne? Das muss man einfach so sagen, ne? So. Kind, dann gehst du als erstes mal lecker was Pipi machen, ne? Das muss sein, ne? Was haben wir hier, ne? Drittes Laufband, das haben wir schon gelockt, ne? Hier zum Unterricht gehen, das kriegen wir auf jeden Fall hin, mit jemandem recherchieren, das kriegen wir auch hin. Schlambada tanzen, was haben wir hier? Angeln gehen. Okay, ja, können wir ja mal drüber nachdenken, ne? Angeln gehen finde ich eine ganz gute Sache. Wen haben wir hier schon? Ja, die Frau, muss man ja, ist auch hier mal fleißig was am Daten, ne? Hier, Frau Plum guckt ein bisschen zu, ne? Wen haben wir hier? Oh ja, ne? Ja. Bitte nicht prügeln hier, ne? Wladimir, ne? Gladbach oder Vadim, ne? Das ist, ne? Lass das Kind mal schön in Ruhe, ne? Das wäre auf jeden Fall, ne? Juni Cree. Tara, siehst du dann, würde ich sagen, ne? Du haust dir mal auf einen kleinen
Was wolltest du jetzt schon wieder sauber machen, oder was jetzt hier, ne? Das ist, denke ich mal, nicht dein Job, ne? Da sind sie am Duschen, ne? Ah, hier, ne? Frauenschwarm, ne? Engler, ne? Aber ne, Tara hat sich ja jetzt für den Herrn Bandanamann entschieden, ne? Und mehr oder weniger, ne? Da sitzt er auch, ne? Da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal, ne? Tuchführung. Wir können ja mal ein Date oder so, jetzt machen wir ihn nicht jetzt, jetzt einen Antrag. Verloben. So schnell, ne? Das sind, jetzt essen wir erstmal. Dann geht's wahrscheinlich gleich auch schon zur Unität, ne? Akademie, ne? Und, Antrag verloben. Ja, immer, ne? So schnell schießen die Sims aber nicht, ne? Ja, die Fische hat's irgendwie zerrissen, obwohl wir die echt gefüttert haben, ne? Gib ich mir diesmal echt keine Schuld bei. Gut, erstmal haben wir natürlich dann irgendwie die Sache versaut, ne? Aber beim zweiten Mal, Tara, die an dem gleichen Tag noch gefüttert, wo die verhungert oder verreckt sind. Auf jeden Fall sind sie tot, ne? Das ist irgendwie, ne? Na, jetzt musst du gleich zum Unterricht, ne? Hier noch eine Stunde oder so, ne? Ja, komm, Nancy, ne? Nancy, meine Süße, du bist ja echt, ne? Das ist, was ist das jetzt hier? Plaudern. Ja, Tara hat in einer Stunde Unterricht. Na, sie geht auch schon, ne? Plaudern fällt aus, wegen ist nicht, ne? Ja, Frau Plum, nächste Mal, ne? Wenn ich wieder da bin, dann reden wir mal ganz in Ruhe, ne? Wobei, müssen wir mit dem Bandana mal ein bisschen reden, ne? Ja, gucken wir mal so, dass wir gleich wieder genug sehen, wenn das gute Tara-Kind in der Schule ist, ne? In der Unität, ne? Akademie, ne? Und dann schauen wir mal, ne? Hm? Weg ist er, ne? Fluppdi-duppdi, das geht ja immer, ne? Ganz wie vom Geisterhand. Der, ja, Gladbach ist tierisch was am Abstinken und, ja, hat sich nicht viel geändert. Haben die. Die hauen sich schon wieder. Also, die hassen sich aber, ne? Und er heult immer rum, ne? Das verstehe ich nicht, dass man. Was ist das für ein Mem, Bruder? Jetzt fängst du nicht an, hier Hecken zu schneiden, ne, Süße? Unkraut hier, den Hecken schneiden. Gut, pass mal auf, Kind. Ich würde vorschlagen, wir quatschen jetzt mal hier ein bisschen rumknutschen, ne? Ein bisschen rumschmusen, ne? Pass mal auf hier, ne? Ist auf jeden Fall, ne, glaube ich, eine Runde sinnvoller, als hier die Hecken zu schneiden. Das ist, ne, das ist, aber wo kann man denn nochmal um ein Date oder so bitten? Oder ist das jetzt damit erledigt, dass wir jetzt hier schon mehr oder weniger, ne, rumgeknutscht haben, ne? Hier, Bandanamann, bist du am Stinken? Ne, scheint aber normal zu sein, ne? Ja. Na, Baby, alles gut? Na? Und? Ja, komm hier, jetzt hier, ne? Küssen. Umschmusen haben wir doch gesagt, ne? Jetzt nimm nicht wieder ein Buch, Süßer, ne? Wir haben jetzt hier ein paar, ne, soziale Aktivitäten, ne? Was haben wir jetzt hier? Flirten, rumtisseln, ärgern, spielen, reden, Antrag küssen, umarmen, flirten. Das können wir schnell machen, ein bisschen abchecken. Aha. Mehr, was kann man denn mit mehr? Unter Wolkenhimmel Küsse, kuscheln. Ja, oh, lass uns mal kuscheln. Ein bisschen unter Wolkenhimmel kuscheln, das klingt doch auf jeden Fall amtlich. Oh, wie jetzt? Lass uns hier nicht. Oh, der muss wahrscheinlich zur Schule oder so. Der hat wahrscheinlich Vorlesung um 12, ne? Ja. Oder wartet er? Nicht, dass er jetzt schwänzt, ne? Wegen, ne? Ah, ist hier Wolkenhimmel? Freunde, seid mir nicht böse, aber Wolkenhimmel stelle ich mir irgendwie anders vor. Warte, ich mach mal die Wände hoch, damit ich mal kurz sehen, ob was hier in Wolkenhimmel das ist. Kann man da die Wolken sehen? Ja, sieht aber so aus, ne? Aber ich meine, es gibt auch bequemere Plätze. Hier ist ein literweise Rasen, ne? Und ihr guckt euch jetzt hier irgendwie, naja gut, ihr werdet es wissen. Hier, da, so. Oh. Der Prof denkt sich auch sein Teil, ne? Prof, ne? Arno, ne? Was kann man sonst noch machen? Knutschen. Schlungen, ne? Okay. Ja, liegen sie hier mitten auf dem Stein, ne? Das ist, also, ich meine, ich habe ja eine romantische Ader von wegen Sternenhimmel und so, ne? Aber ich bin auch eine bequeme Sau. Sie sagen so, das wäre mir zu hart und vor allen Dingen zu kalt. Wir haben. Ja, wir haben Sommer, okay, da kann man das vielleicht bringen, aber liebe Leute, ne, erinnert euch, wie das hier aussah, hier Kakerlaken und so, ich, wir stoppen das mal hier ein bisschen hochknutschen, ne? Ja. Antrag, ne, Antrag lassen wir mal, ne? Oh, ich glaube, er geht zum Unterricht, okay? Was macht das gute Tara-Kind? Hygiene ist ein bisschen im, okay, üben, ja, üben ein bisschen, das kann man immer machen, da gibt es auch immer wieder Spaß, ne? Hunger und Hygiene.
Ja, überwiegend. Ich mag den Sound, aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal eine Runde, wenn der Balken voll ist, duschen gehen, denn sonst meckert Tara gleich wieder. Die schimpft immer mit mir, ne? Wenn ich sie nicht irgendwie so ne, rechtzeitig zu irgendwelchen Aktivitäten schicke, ne? Und überhaupt, naja, Engler, ne? Alles senkrecht, ne? Du hast eine Chance verpasst, mein Freund, ne? Komisch. Alle gucken den immer an. Hier, Frau Ammann lässt das relativ kalt, ne? Hm. So, dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Eine Semesterarbeit haben wir da auch mit Sicherheit wieder. Wie viele Stunden haben wir noch? Ne? 20 Stunden. Ich glaube, wir sollten danach mal im College unsere Semesterarbeit schreiben. Wuppdiwappdi, ne? Aha. Mal hier Frau Ammann mal ganz kurz gucken. Ja. Dieses kann man übrigens bei den Sims 4 auch irgendwie gar nicht mehr machen. Dieses hoch und runter, beziehungsweise dieses Wumm, die Dumm, die Dumm, dieses Scrollen. Aber ich habe auch meine Maus jetzt aktuell anders eingestellt bei den Sims 4. Naja, ich muss mal gucken, da muss ich noch einiges ändern, ne? So. Komm, Süße, hast du geduscht oder bist du noch dabei oder ne? Ah, okay. So, ne? Frau Mann, ne? Gott sei Dank war die Kuh nicht wieder da, ne? Das ist Frau Heinzelmann. Okay, pass mal auf, ich spule mal ein bisschen vor. So, ist sie jetzt was am Schreiben hier? Okay. Ja, sieht aber noch nicht wirklich viel aus, ne? Ambadu. Da, da, di, 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 da. Ja, lass uns spiegeln, mal in Lava, ne? Ich schreib hier mal einen Scheiß, ne? Und insofern ist mir alles egal, ne? Na, ans Telefon geht keiner dran, außer unsere Frau Tara, ne? Aber das, die muss jetzt erstmal ein bisschen, ne? Spaß hat's aber noch. Ich spule mal eine Runde. Wumdi-dum-di-dum. Wumdi-dum-di-dum. Wumdi-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ne? Gladbach, du alter Frauenverhauer. Ne? Das ist unglaublich. Ja. Der verkloppt immer die Frauen. Hier die gute Miss Moosmeier, ne? Und fängt dann immer an brammeln. Ne? Die steckt das Gleiche ein, aber die... Oh, ich glaube, eine Rechnung. Wir müssen mal nach einer Rechnung auch noch gucken. Oh, nicht schon wieder Sprenkleranlage. Verkackte Kacke ist ja oben auch. Weil ich glaube, irgendwie Vampi sagte mir, das wäre die Sprenkleranlage gewesen, die hier für diesen ganzen Scheiß gesorgt hat. Aber das ist jetzt aktuell hier nicht. Aber sie hat recht, hier gibt es auf jeden Fall eine Sprenkleranlage. Und die hat dann wahrscheinlich das ganze Wasser da, ne? Wo der Bandana mal letztes Mal für uns aufgeräumt hat. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht? Bla, bla, genau. Spiegel, erzähl mal. Ne? Mir doch egal. Hauptsache, ich mache mal einen Scheiß hier fertig. Ne? Dum, 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 dum. Foto machen, Springseil, College. Okay, dann müssen wir auf dem Schreibtisch mal eine Hausarbeit danach. Na, jetzt gehen wir erstmal die Rechnung bezahlen, ne? Die müssen wir auch noch auf jeden Fall weitermachen, die Semesterarbeiten. Wir wollen ja auf jeden Fall mit 1 abschließen, ne? Also wir sind jetzt im 18 Stunden bis, wir sind im dritten Jahr. Das ist also, wie gesagt, jetzt echt wichtig, ne? Jetzt müssen wir aktuell nochmal uns richtig zusammenreißen, ne? Denn ich bin ehrlich, ich möchte die ganze Geschichte schon mit einer 1 abschließen, ne? Wenn sie nicht immer so tierisch langsam laufen würde, das gute Tara-Kind, hätten wir auch noch ein bisschen mehr Zeit. Aber sie ist halt eine bedächtige, junge Studentin, ne? Die alle Zeit der Welt hat, ne? Also, wenn wir gucken, wo wir sie hinlegen, ne? Dann müssen wir sie auch dann auf jeden Fall direkt dann bezahlen. Wir lassen sie erstmal ein bisschen liegen. Klaut keiner, ne? Und bezahlen tut sowieso keiner, ne? Geht sie nach oben oder legt sie es hier hin? Hm, legt sie hin. Okay, pass mal auf, das ist in Ordnung. Können wir machen. Gut, dann machen wir erstmal ein paar Hausarbeiten. So ist das in Ordnung. Ja. Ja, na, Baby, alles easy hier, ne? Bandana-Mann, ne? Ja, Herr Zang, ne? Ja, Leonard, ne? Er freut sich auch, ne? Alle freuen sich hier, ne? Langer Danke schon, Herr Pataka. Das spulen wir auch mal eine Runde. Wumdi-dum, dum, dum, di dum. Wumdi-dum, das geht ja relativ zügig, super. So, Spaß ist aber ein bisschen mau. Was besonders passiert, diese Woche wird besser. Okay, dafür sorge ich. Na gut, okay. Hausarbeit haben wir jetzt schon mal gemacht. Dann würde ich sagen, pass mal auf, wir zahlen jetzt als erstes in die Rechnung. Dann haben wir den Scheiß schon mal weg, ne? Herr Zang grinst ein bisschen, na, Alter? Ja, genau. Wer steht da draußen? Wer ist das hier? Rodrigo? Ist da einer am Heulen? Oh ne, am Quatschen. Wie sieht's hier Spaß? Genau, dann zahlen wir die Rechnung und dann würde ich vorschlagen, machen wir mal Pipi. Ey, seid ihr euch schon wieder am Kloppen? Also, liebe Leute, wie kann man denn so, das verstehe ich nicht. Also, Tara, Kind, was machst du jetzt hier? Fangen spielen, okay. Mhm.
Also, ey, Freunde, guck mal zu, zum Ende der Folge irgendwie, ne, haben wir hier wieder mit Herrn Gladbach und Frau Moosmeier eine Schlägerei. Naja, so sind sie nicht. Ich denke mal, die werden sich gleich prügeln. Wir gucken mal, wie das weitergeht. Und wir müssen jetzt mal Gas geben, ne, das Semesterende steht kurz bevor. Und wie gesagt, ich will auf einer 1 bleiben. Liebe Leute, in diesem Sinne, aber dann einfach, Spielchen 45 sagt, ciao, ciao.